Hallo, hier ist Nadine von Hängebauchmaus. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. So, jetzt habe ich heute eine Anleitung für euch von meinem Swap für OnTour. Das hattet ihr euch ja gewünscht. Und das basteln wir heute. Wir basteln einmal natürlich diese Karte. Ich habe sie nochmal nachgebastelt, weil das Original hatte ich ja schon verschickt. Da unterscheidet sich jetzt nur eins, weil ich nicht aufgepasst habe. Also ich habe das hier vorne alles ganz genauso gemacht. Bei meinem Original war hier der hummelgelbe Karton hier als Hintergrund und das weiße hier. Das habe ich jetzt total vertauscht in der Eile, aber ich finde das gar nicht schlimm. Ich finde, das geht auch so. Aber ihr dürft es natürlich umändern. Genau, also ich habe es wie gesagt nochmal gebastelt, weil diese Kartenform ist ja jetzt doch ein bisschen komplexer und nicht, dass ich dann im Video was falsch mache. Ich habe auch schon viel vorbereitet. Ich zeige euch aber die wesentlichen Techniken, nur halt, damit das nicht zu lang dauert. Und am Ende vom Video zeige ich euch noch eine Karte in diesem Format mit dieser Technik, was wir hier auch mit den Strahlen machen, nur mit anderem Design sozusagen, mit anderem Stempelset, wo auch für Männer super gut geeignet wäre. Also bleibt bis zum Ende dran. Und jetzt zeige ich euch erstmal, was wir als Materialien brauchen. Ich habe benutzt erstmal diese Stempelsets. Hier natürlich der Spruch: Grüße mit viel Sonnenschein und guten Gefühlen. Das war ja die Aufgabe für On Tour, dass ich das benutze. Ihr dürft aber auch einen anderen Spruch nehmen. Ich fand, das passt halt jetzt nur gut zu dem Design der Karte. Dann habe ich benutzt Libellengarten. Den gibt es ja noch im Jahreskatalog im aktuellen. Und Wünsche aus dem Garten, den gibt es leider nimmer. Aber vielleicht habt ihr ja dieses Set oder ein ähnliches. Oder ihr arbeitet einfach nur mit dem Libellengarten. Das geht auch. So, dann brauchen wir. Ich habe hier alles schon zurechtgeschnippelt. Also ich hatte jetzt in meiner Karte Farbkarton in Marineblau genommen. So, und zwar brauchen wir für die Grundkarte ein Maß von 25,5 mal 14,5. Das falzen wir uns auch gleich zusammen. Dann für die kleine Karte, die da noch drin ist, 9 mal 18 cm. Dann habe ich es ja jetzt so gemacht, also die Front ist in Hummelgelb. Ne? Ich lege es nochmal hin, damit ihr es seht. Also Hummelgelb. Und innen drin. Auf der anderen Seite, also ich habe einmal in Hummelgelb und einmal in Weiß genommen. Und zwar die Maße 9,5 mal 14. Zweimal, ne? Dann hier auf dieser Seite habe ich ein Stück weißen Farbkarton genommen in 10 mal 14. Und das hier und das hier im Hintergrund, das hat die Maße 4,5 mal 14. Auch einmal in Hummelgelb und einmal in Weiß. Und dann brauchen wir vier Quadrate. Also ich habe jetzt zweimal Weiß und zweimal Hummelgelb und die sind 8,5 mal 8,5. Das sind die Papierzuschnitte, die wir brauchen. So, und dann legen wir mal los. Also, als erstes brauchen wir das Falzbrett. Da fahre ich mir jetzt den Arm aus, weil wir falzen. Dieses ganz große Stück, dieses 25,5 mal 14,5, das legen wir an der langen Seite an. Und wir falzen es einmal bei 10 und einmal bei 20,5. Deswegen brauche ich jetzt auch die lange Seite hier, also den ausgefahrenen Arm. So. So. Da haben wir es jetzt hier zwei Falzen. Jetzt können wir uns auch gleich mal mit einem Falzbein, wenn ich es denn finde. Ich weiß gar nicht, wo ich es hingelegt habe. Irgendwie hier auf meinem Tisch liegt, so nehme ich mein zweites. Also. So. Also zum Verschluss von der Karte könnte man jetzt zum einen eine Banderole bauen, wenn man das möchte. Oder, ich habe hier noch Embossingpulver. Also, das ist eine sehr embossing-lastige Karte, übrigens. das könnt ihr allerdings auch weglassen, das Embossen. Das ist kein Muss. So, also wie gesagt, ihr könntet
zum Beispiel einen Magnetverschluss einbauen. Das müsste man sich dann vorher überlegen, weil das muss man ja dann unter die Aufleger kleben, die Magnete. Oder ihr könnt eine Banderole basteln. Ich habe jetzt zum Beispiel für meine Karte noch gar keinen Verschluss. Also ja, wenn die jetzt so liegt, dann geht die wieder auf. Wenn ihr die so aber verschickt im Briefumschlag und die kommt dann so an, dann ist die durch den Transport sowieso gepresst und dann springt die nicht mehr einfach so auf, sondern dann könnt ihr die schön aufklappen. Also das ist jetzt Geschmackssache. So, also das ist jetzt der Kartenrolling. So, und dann falzen wir uns auch gleich noch. Dann haben wir nochmal das Falzbrett. Diesen zweiten Farbkarton in 9x18. Wir legen den an der langen Seite an. Und zwar bei 9, also genau in der Mitte. So. Und das war jetzt vom Falzen her eigentlich schon alles. Und da wir es uns ja schon zugeschnitten haben, brauchen wir jetzt auch nichts mehr. So, einmal noch nachfalten. So. Und wir können uns jetzt erstmal die ganzen Sachen bestempeln. Dazu ist es eigentlich ratsam, wenn ihr euch das so hinlegt, wie ihr das haben wollt in der Aufteilung. Also das hier zum Beispiel, das geht ja so auf. Also hier soll der Spruch hin. Den habe ich jetzt schon drauf gemacht. Und zwar habe ich ihn embossed. Ich benutze dafür diese Tinte hier. Versafine, weil ihr braucht dafür kein extra Versamark. Die ist so lange nass, dass ihr da mit klarem Embossingpulver einfach drüber streuen könnt und embossen. Ihr braucht also keine zusätzliche Embossing-Tinte. Das habe ich jetzt tatsächlich in der Stempelhilfe gemacht, im Stemparatus, weil die Schrift hier an manchen Stellen wirklich dick ist. Und diese Tinte ist unglaublich satt und richtig gut deckend. Aber selbst die hatte Probleme, dass es beim ersten Mal überall schön flächig war. Das heißt, wenn ihr so dicke Schriften habt, benutzt vielleicht besser eure Stempelhilfe, weil es könnte sein, wenn ihr mit dem Stempelblock drauf geht, dass es vielleicht nicht perfekt aussieht. Ne? So, bei dünneren Schriften überhaupt kein Problem, da braucht ihr keinen zweiten Versuch. So, das habe ich embossed, weil wir ja dann hier die Strahlen noch drüber machen. Und ich finde, also erstens sieht es natürlich edel aus, ne? Und zweitens habt ihr dann nicht das Problem, dass ihr irgendwas verwischt oder so von der Tinte. So, also das kommt hier vorne rauf. Das geht so aus, ne? Dann habe ich für die Rückseite sozusagen dieses. Davon seht ihr dann später wirklich nur so ein Teil ungefähr. Das könntet ihr euch jetzt natürlich abmessen. Ich habe da jetzt nicht so Wert drauf, weil ich habe hier einfach noch ein bisschen was rüber gestempelt. Ihr könnt hier auch ein Designerpapier nehmen. Zeige ich euch später in der anderen Variante. So, und für innen drin habe ich zweimal Hummelgelb. So, also einmal das. Und das hier ist Blanko, das heißt, das machen wir zusammen. Das zeige ich euch, wie ich das gemacht habe, weil ich diese Libelle ja mehrfarbig gestempelt habe und embossed. Und das zeige ich euch dann gleich. Also, das ist immer sehr hilfreich, wenn ihr euch das vorher schon hinlegt, bevor ihr es bestempelt, damit ihr wisst, was wohin soll. So. Das lege ich mir jetzt mal so zur Seite. Das haben wir uns ja schon aufgeteilt. So, dann nehmen wir den Kartenrolling. So, und ganz vorne hin soll natürlich dieses hummelgelbe Papier. Ihr seht, das ist noch Blanko. Das machen wir auch zusammen. Weil ich euch da halt dann die Technik zeigen kann, auch mit den Sonnenstrahlen, ist ja klar. So, und innen drin, da überlegt ihr euch jetzt, wie ihr das gerne haben möchtet. Das könnt ihr ja ganz anders machen als ich. Ist natürlich einmal dieser hier und einmal dieser hier. Die habe ich jetzt schon vorbereitet. Und weil die schon fertig sind, klebe ich die auch gleich auf. Ihr würdet die jetzt natürlich erst bestempeln und dann aufkleben. Also, ihr könnt es natürlich auch bestempeln, wenn ihr es eingeklebt habt. Es ist allerdings sehr viel schwieriger. Besonders wenn ihr über den Rand stempeln möchtet, so wie ich hier. Dann ist es natürlich ein bisschen ungünstig, wenn das bereits in der Karte drin ist. Dann müsstet ihr euch ja vielleicht entweder beim Stempeln ein bisschen einschränken oder
irgendwas abkleben oder abdecken, dass ihr nichts anderes trifft. So. Also diesen Innenteil, wenn ihr den zuerst fertig machen möchtet, den könnt ihr dann eigentlich auch ganz gefahrlos als erstes einkleben, weil zumindest ich habe jetzt in meinem Exemplar dann nichts mehr, was hier noch irgendwie drauf kommt oder drunter kommt. Und wenn ihr sie vielleicht seht, also ich habe das so gemacht, das hier ist in Hummelgelb alles gestempelt. Die Libelle zusätzlich embossed. Da zeige ich euch dann, wie das geht. Ihr könnt nämlich in jeder Farbe embossen, die ihr wollt. Ihr braucht dazu nicht die Farbe vom Embossingpulver. Und hier habe ich es auch so gemacht, das Blümchen und die, keine Ahnung, wie man das nennt, die Schirmchen sind ganz normal gestempelt. Und bei der Hummel habe ich wieder versucht, nur die, na stellt's scharf, die Flügel zu embossen. Ich glaube, diesmal ist es mir besser gelungen als beim allerersten Exemplar. So, und also im Original war das hier weiß, aber ansonsten das Layout gleich. Das habe ich hier komplett embossed in Hummelgelb, das in Schwarz. Das klebe ich mir auch schon ein. So. Das ist nämlich das Innenleben und da passiert dann nicht mehr viel. Wir brauchen eigentlich nur noch die Außenseiten zum Arbeiten. So. Nochmal schön andrücken. So, das heißt, innen ist das Ding eigentlich jetzt schon fertig. So schnell geht es bei euch natürlich nicht. Ihr müsst ja erst das Zeug machen, aber ich habe schon mal vorbereitet. So, und ich habe hier zum Embossen auch ein Glitzer-Embossing-Pulver genommen. So, sowohl bei der Schrift als auch bei der Blume. So, und hier außen, das ist ja im Hintergrund. Da habe ich jetzt genau den gleichen Stempel genommen. Und wie ihr seht, der ist eigentlich nur so lang. Ich habe es einfach verlängert. Ich habe also einmal diesen kompletten Stempel etwas weiter oben angesetzt und gestempelt und habe mir dann doch nochmal den unteren Teil eingefärbt und hier drüber gestempelt. Man sieht das auch so ein bisschen, aber das ist gar nicht schlimm, denn das wird gleich verdeckt. So, und das können wir uns auch schon aufkleben. Ihr könntet hier auch einfach nur einen Blankofarbkarton nehmen, ihr müsst den gar nicht gestalten. Ihr könntet ein Designpapier nehmen, das müsstet ihr auch nicht gestalten. So. Dürft ihr aber natürlich. So. Und den Rest tun wir uns jetzt noch nicht aufkleben, weil das müssen wir uns erst bestempeln und embossen. So, man könnte jetzt aber hier die Sachen, die schon fertig sind, zum Beispiel bei den kleinen Kärtchen, können wir schon machen. Dann fliegt nicht so viel Lose hier rum und ich verliere dann nicht irgendwas. Also, immer schön aufpassen, wo ihr was aufklebt. Diese Seite hier, die kleben wir dann hier so drauf. Und dann seht ihr tatsächlich nur noch so ein bisschen. Ihr müsst ja auch nichts draufkleben, aber ich finde, es sieht irgendwie schöner aus. So, das heißt, ihr müsst halt hier aufpassen, wie rum das aufgeht. Ich klebe mir das jetzt schon fest. So. Ihr könnt das bei euch gerne auch so machen, dass ihr nacheinander ein paar Sachen bestempelt und dann gleich einklebt, damit die Sachen dann nicht durcheinander geraten oder im Weg rumliegen. Das könnt ihr auch machen. So. So, den Spruch habe ich ja auch schon fertig gemacht. Den kleben wir uns auch auf. So. So. Und vom Innenleben habe ich jetzt diese Seite schon fertig. Das kann ich mir schon aufkleben. Und das andere machen wir gleich. Aber dann sind die Sachen jetzt schon mal schön aufgeräumt und fliegen mir hier nicht auf den Tisch rum. So. Hier könntet ihr zum Beispiel auch einfach nur ein Designerpapier nehmen oder ganz weiß und noch was reinschreiben, zum Beispiel, oder noch lustige Sprüche, also je nachdem. Ich habe jetzt die Libelle genommen. So, also alles, was wir jetzt schon fertig hatten, haben wir aufgeklebt und jetzt geht's ans Stempeln. Ich würde sagen, wir fangen mit der Libelle an.
Das ist ein kleines Teil. Dafür brauchen wir nur einen Stempel. Und jetzt muss ich mal gucken. Ich habe das mit meiner Stempelhilfe gemacht. Moment. So, da ist sie. Also, ihr könnt das Freihand machen. Das funktioniert Freihand wunderbar. Wir werden jetzt aber mehrere Farben auf einem Stempel verteilen. Und dann kann es sein, dass ihr vielleicht am Anfang ein bisschen vorsichtig seid und euch die Farbe noch nicht kräftig genug ist. Und dann ist es hilfreich, wenn ihr so eine Stempelhilfe habt. Dann könnt ihr nämlich noch korrigieren oder nochmal ein bisschen mehr Farbe reinbringen, je nachdem. Ich glaube, ich hatte das hier angelegt. Also merkt euch auch immer. Ich habe natürlich jetzt vorhin mehrere Exemplare gemacht. Da war das auch sehr hilfreich, dass ich den Stempel nicht immer neu positionieren musste. Ne? Also der ist jetzt. Ich habe es natürlich falsch gemacht. Ich muss noch eins rüber. So. Immer vorher noch mal gucken. Jetzt gucken wir mal, ob es dann passt. Ja, jetzt ist mittig. So wollte ich das haben. So. Und ich habe mir jetzt andere Farben ausgesucht als beim ersten Mal. Und zwar habe ich neue Inkalas genommen. Ich habe mir jetzt einmal das Karibikblau genommen. Ich muss mal hier das Weiß ein bisschen zur Seite machen. So. Dann habe ich mir genommen Sommersorbet und Orchideenlila für die Libelle. So. Und wir brauchen Mörsermarkt-Tinte, weil wir embossen. So. Und wenn ihr jetzt eure Stempelfarben embossen wollt, dann macht ihr zuerst auf einen sauberen Stempel. Also wenn ihr den nicht sauber macht, dann habt ihr irgendwann eine farbige Kissenoberfläche. So. Und das könnte ein Problem werden, wenn ihr wirklich farblos embossen wollt. So, also ich habe das jetzt hier alles benetzt mit Mörsermarkt-Tinte. Die tut ja auch nicht besonders schnell trocknen. So, und jetzt nehme ich mir, als erstes nehme ich mir die dunkelste Farbe, das ist das Orchideenlila. Und ich nehme ein Fingerschwämmchen. Und tupfe mir das hier in der Mitte drauf. Und ihr seht, das ist total dunkel. Also ich brauche auch nicht nochmal rübergehen. Das langt völlig. Dann nehme ich mal als nächstes das Karibikblau. Ihr könnt natürlich auch andere Farben nehmen. Bei der ersten Libelle habe ich Calypso, Bermuda Blau und das dritte weiß ich gar nicht mehr. Muss ich nochmal schauen. So, dann gehe ich mir hier mit dem Schwämmchen hin. Ihr könntet zum Beispiel auch mit den Stamping Right Markern das machen. Aber mit dem Schwämmchen ist es einfacher. Und dann nehme ich mir das Sommersorbet. Das Rot kommt dann hier so in die Spitzen. Ihr könntet hier zum Beispiel auch so eine Baby-Wipe-Technik anwenden, dass ihr halt mit Nachfüllern euch ein gewisses Muster auf ein Feuchttuch macht und das dann den Stempel da rein tut. Ne, das geht auch so. Und jetzt tue ich das einmal abstempeln. So. Und das sieht jetzt so aus wie immer. Ihr habt aber unten drunter Versamarkt-Tinte. So, das muss ich dann später sauber machen. Und jetzt. Also ich habe Glitzerpulver. Ihr könnt auch einfach durchsichtiges Pulver nehmen. Ich kann euch auch gar nicht mehr sagen, wo ich dieses Glitzerpulver her habe. Ich glaube, das habe ich mal gebraucht gekauft. Gibt es ja von den verschiedensten Firmen. So, und wenn ich das jetzt hier drüber mache, dann seht ihr, die Versamarkt-Tinte tut ihre Arbeit. Sie klebt auch unter der Stempelfarbe. Das heißt, ihr könnt wirklich in jeder Stempelfarbe embossen. Auch mit klarem Pulver. So, jetzt ist das natürlich hier überall. Ich habe vorher meinen Embossing-Buddy nicht benutzt. Ihr könnt das jetzt abkehren. Wen das nicht stört, der lässt es einfach. So. Und dann föhne ich mir das jetzt. Moment. Thank you.
So, ich habe das jetzt kurz embossed und also besonders bei dem in der Mitte sieht man dann, wenn das auf einmal wieder dunkler wird, dann weiß man, es ist geschmolzen. Ein wichtiger Tipp, wenn ihr embossen tut mit einem Heißluftföhn, heizt den bitte vorher eine halbe Minute ungefähr vor, dass der so richtig schön heiß ist. Weil wenn ihr das erst macht, während ihr es auf Papier haltet, dann kann es sein, dass euch die Ergebnisse nicht so gut werden oder ihr ewig braucht und das Papier sich zu dolle wellt. So, und das ist jetzt hier. Ist nicht so glatt wie klares Embossingpulver. Also diese Glitterteile, die merkt man. Aber das ist jetzt fest, das ist embossed. So, den brauchen wir dann gleich nochmal. Den tue ich nur zur Seite. So, und jetzt. Oh, hier sieht es aus. Ich brauche jetzt ein Schmierpapier. Dann nehmen wir mal das. Also, das ist schon vorbereitet fürs Abkleben dann. So, und ich möchte ja hier rundherum noch diese kleinen Libellen stempeln. Die sind aus Libellengarten. Und da nehme ich jetzt Hummelgelb. So. Also das funktioniert auch wunderbar, mit Hummelgelb auf hummelgelben Karton zu stempeln. So, ihr könnt das auch so einfach lassen. Ihr müsst gar nichts drumherum stempeln. Das ist jetzt euch überlassen. So. So. Zack. So reicht eigentlich schon. Also, jetzt haben wir dieses Quadrat fertig gestaltet, also so wie ich das haben möchte. Ich räume mal schnell hier auf, dann klebt man das gleich ein. So, jetzt können wir das schon schnell einkleben. Das war ja die andere Hälfte. Den Kleber habe ich schon drauf gemacht. Ich hatte nur schnell den Stempel abgeputzt. Den brauchen wir dann zwar nochmal. Aber ja, da ich die anderen Libellen auch embossen möchte, muss der sowieso sauber sein. So, und die Tinte habe ich auch zugemacht, weil sonst tappt sich neu. Und meine ganze Oberfläche hier, die glitzert. Ich weiß gar nicht, das könnt ihr gar nicht erkennen. Überall liegt dieses Glitzer-Embossing-Pulver rum. Also, wenn ich dieses Projekt gefilmt habe, muss ich erst mal hier Grund putzen. So. Das haben wir jetzt hier fertig. Das lege ich zur Seite. Und jetzt machen wir noch den Aufleger, den hier. So, und als erstes müssen wir den natürlich bestempeln. Das heißt, ich nehme hier nochmal dieses Schmierpapier. So, und dafür nehme ich jetzt aus dem Libellengarten diesen größeren hier. Also ihr seht auch auf den Stempeln, das ist überall Glitzer. Wenn das dann einmal in den Ritzen ist, das geht dann nicht mehr raus. Also das ist nicht so, dass man das dann jetzt bei jedem Stempeln sieht, das nicht. Aber, naja, ist halt da, ne? So, ich nehme mir jetzt einen großen Stempelblock. Ihr könntet auch eine Stempelhilfe nehmen. Aber es geht auch super so. Und ich brauche jetzt wieder Hummelgelb. Und bei der Originalkarte ist es jetzt so, ich weiß gar nicht, ob ihr das erkennen könnt. Also manche Sachen sind relativ blass. Die habe ich nur mit Hummelgelb gestempelt und manche Sachen habe ich embossed. Das machen wir jetzt. So. Also als allererstes, also der Stempel ist ziemlich groß, das heißt, ich gehe mit dem Stempelkissen so rüber. Ihr könnt es auch andersrum machen, aber so fällt es mir leichter. Vor allen Dingen auch zu sehen, ob ich überall getroffen habe, sozusagen. So. Und dann stempel ich mir das erste Mal hier so hin. Deswegen auch das Schmierpapier, weil ich stempel hier auch über den Rand. So. Und dann benetze ich mir das wieder. So, der in der Mitte, der soll ein bisschen weiter unten sein. So, und nochmal. Der darf jetzt ein bisschen höher sein. So, also ihr seht, der schwebt so ein bisschen, weil der Stempel ist ja nicht so lang. So, als nächstes muss ich mir den sauber machen, weil jetzt embossen wir. Und wie ihr gerade gesehen habt,
wenn ich da vorher in das Embossing, in die Embossing-Tinte reingehe, dann möchte ich schon, dass der Stempel sauber ist. Damit das nicht in der Tinte dann drin hängt, was da sonst so an dem Stempel noch dran ist. So. Also ich habe schon sehr oft mit dem gestempelt, man sieht es. So. Und jetzt nehme ich mir wieder mein Lösermark und bringe mir das auf dem Stempel auf. Und hinterher Hummelgelb. So. So, schnell sauber machen. Bin ich wieder. Und das Ganze nochmal. Ich mache jetzt ein bisschen schneller, weil ich nicht weiß, wie lange die Versamark-Tinte so klebrig bleibt. Aber ich habe beim ersten Mal das Problem gehabt, dass ich da jedes Mal das Pulver zwischendrin drauf gemacht habe und embossed. Und dann hatte ich beim zweiten Durchgang halt diese ganzen Glitzerdinger da hinhängen. Obwohl es schon fest war, hat sich dann doch das ein oder andere in den Stempel verirrt. So, also ich habe natürlich es vorher sauber gemacht. So. Und jetzt nochmal hier so. Also es ist ja im Grunde genommen egal, wie ihr das macht. So. Hier mache ich jetzt dann gleich sauber. Ich mache nochmal zu. Jetzt hole ich mir da mein Embossing-Pulver. Und bringe mir das jetzt hier über das ganze Gestempelte. Und da, wo der Würsermark unter dem Stempel war, da bleibt es dann haften. Also ihr seht, es ist nicht überall. Hier ist ja zwischendrin auch so ein bisschen. Mal gucken, habe ich hier so einen feinen Pinsel. Kriege ich nie wieder weg hier. So, das föhne ich mir jetzt mal schnell. Also ihr wisst ja, wie es geht. Dann sehen wir uns gleich wieder. Dann machen wir noch die Libellen. So, jetzt habe ich mal hier schnell schon ein bisschen was weggeräumt, was ich nicht mehr brauche. Gleich ein bisschen mehr Platz gewonnen. Jetzt nehmen wir nochmal die Libellen und gehen nochmal hier in die Würsermark-Tinte. So, ich weiß gar nicht, ob ihr es erkennen könnt. So. Und danach gleich in das Hummelgelb. Und dann werde ich hier auch noch embossed. Und die kriegen jetzt natürlich auch noch Embossingpulver drauf. Und das föhne ich jetzt auch schnell noch. Also ihr seht den Unterschied, wenn es dann schon geschmolzen ist, es ist dunkel und da ist es noch hell, ne? So, jetzt ist es fertig. So, dadurch, dass ich es nicht mit dem Stemperatus gemacht habe, seht ihr, dass die Anordnung ein bisschen anders ist, ne? Aber ist egal, jede Karte ist individuell. So, und jetzt brauchen wir die Sonnenstrahlen. So, dann nehme ich das jetzt erstmal weg. Das nehme ich nämlich dann für die Sonnenstrahlen auf dem Spruch. Ich habe hier extra, wie ihr seht, meine schon extrem benutzte große Unterlage. So. Und wir brauchen dafür jetzt dieses Weiß, dieses Kraftweiß. Das ist ein bisschen anders als die anderen Farben von Stamping Up. Das ist nämlich eine Pigmenttinte, das heißt, die sitzt oben drauf und zieht nicht ein, wie welche auf Wasser basierte. Das heißt, dieses Kissen ist auch, also ich habe das noch nie aufgefüllt. Das ist saftig ohne Ende. Wenn ich jetzt hier so mache, ich weiß nicht, ob ihr das erkennt, und dann gehe ich mit dem Ding hier auf die Unterlage. Seht ihr das? Das ist der Hammer.
So, hier habe ich das schon benutzt. Das ist jetzt ein Mint-Tape. Ihr könnt dafür Masking-Paper nehmen. Ihr könnt auch einfach ein Blatt Papier nehmen und das euch dann immer fixieren. Irgendetwas zum Abdecken. So, das Mint-Tape jetzt selber ist super leicht wieder abzuziehen. Wenn ihr zum Beispiel Washi-Tape nehmt, macht vorher ein bisschen die Klebekraft weg, weil sonst rupft ihr euch das Papier kaputt. Ihr habt das gesehen, ich bin mit dem Fingerschwämmchen hier rein, aber wenn ich mit dem Fingerschwämmchen direkt hier drauf gehe, das wird nicht schön, das gibt ein Unglück. Deswegen habe ich mir das hier drauf und gehe jetzt mit einem Pinsel und hole mir nur so ein bisschen dieses Weiß, weil das so unglaublich kräftig ist. Und habe mir jetzt hier das so abgeklebt und gehe jetzt hier am Rand von diesem Mint-Tape oder Masking-Paper. Ihr könnt auch Notizzettel nehmen, also sowas hier zum Beispiel, aber die müssten dann vielleicht ein bisschen größer sein. Und streichen wir dieses Weiß jetzt hier. Also das Weiß sollte am allerkräftigsten hier an diesem Tape sein und dann weiter rechts hin sozusagen auslaufen. So, und wenn ihr, also macht nicht zu viel, lieber nochmal nachjustieren, das können wir mal gucken. Und ihr seht, man sieht das sehr, sehr deutlich. So, und jetzt versetzen wir das hier so ein bisschen. Deswegen ist mein Streifen ja auch so lang. Also wenn ihr solche Notizzettel nehmt, es gibt ja auch solche langen, dann nehmt einen langen, ja. So. Ich glaube, Stamping Up hat jetzt im neuen Katalog auch ganz neu Masking Paper. Das war bisher nicht. Also ich weiß nicht, ob es das schon mal gab. Für mich ist das jetzt neu. Aber ich habe mal einen Rieseneinkauf in Amerika gemacht und habe mir da, glaube ich, 20 Rollen von diesem Mint-Tape bestellt. Ich habe jetzt erstmal genügend Vorrat. So. Jetzt gucken wir mal. Ja, ne? Sieht gut aus. So. Und jetzt setzen wir wieder neu an. Ich glaube, ich brauche mal neue Tinte hier oben. So. Also ihr dürft euch das jetzt auch gerne vorspulen, wenn ihr der Meinung seid, dass ihr jetzt schon verstanden habt, wie das funktioniert und nicht mehr gucken wollt. So. Später zeige ich euch noch, wie ich dann sozusagen korrespondierend die Strahlen auf dem Spruch gemacht habe. So. Also ich fahre mir hier auch überall nochmal so ein bisschen mit dem Weiß drüber. So, ich finde den Moment, wenn man das dann abzieht, ich finde das immer total geil. Dieser Effekt, der dann auf einmal kommt, wenn man so eine schöne glatte Kante hat. Ich weiß nicht, wie es euch geht, ich finde das cool. So. Ich weiß gar nicht, ob man diesen Effekt vielleicht auch mit weißer Kreide hinbekommt. Also sicherlich nicht mit den Kreidemarkern. Aber ich habe es gar nicht im Kopf. Stamping Up hat ja auch so Malkreiden. Ob da Weiß dabei ist und wenn ja, ob das funktionieren würde. Das wäre mal interessant. So, jetzt halte ich mal die Karte schon ein bisschen, weil jetzt ist das nur noch hier oben an so einer Ecke fixiert. Ihr könntet das jetzt natürlich auch im Stemperatus machen und damit Magneten die Karte fixieren. Das wollte ich jetzt nicht. So. Und jetzt brauchen wir noch einen. Hier, das glitzert schon überall. Seht ihr das? So, hier noch. Ach, die Karte wieder festhalten. Ach nee, ich brauche, glaube ich, nochmal neue Tinte. Also ich habe jetzt kein einziges Mal mehr ins Stempelkissen gebatscht damit. Ist immer noch so viel drin. Das ist der Hammer. So. Hier oben die Ecke ist ja jetzt relativ schnell.
Und das mache ich jetzt einfach hier nur so ein bisschen. Da setze ich jetzt kein Band mehr an. So. Also, mit Weiß sind wir jetzt fertig. Ich gehe mal schnell die Hände waschen, da sehen wir uns gleich wieder. So, hier bin ich wieder. So, also, das haben wir jetzt. Als nächstes müssen wir das aufkleben. Oh Mann, ey, hier tut es überall glitzern. Das ist ja der Hammer. Ich weiß gar nicht, ich muss mal kurz hier wischen, ob das dann ein bisschen weggeht. Das klebt ja sonst überall an der Karte. Ich glaube, ihr könnt das gar nicht erkennen. Aber das sieht aus, als hätte jemand eine Glitterbombe ausgeleert. So. Zack. Lege ich mal mein Papier unten drunter zum Schutz. So. Also. Jetzt haben wir ja hier diesen Rohling, ne? Jetzt kleben wir das hier erstmal vorne drauf. So. Weil das ist jetzt wichtig für die Position der Sonnenstrahlen auf dem Spruch. So machen. Schön festdrücken. Und was wir uns jetzt auch aufkleben, ist das hier. Also, und zwar auf diese Seite in dem Fall, ja. Also wir klappen das zu. Ich mache das jetzt so total profan. Ihr könnt es euch abmessen, aber ich tue mir das jetzt hier Kante an Kante legen. Die Höhe könnt ihr variieren. Und halte mir das jetzt hier mit meinen Fingern so. Ich weiß gar nicht, ob ihr das erkennen könnt. Hier, da. Dann weiß ich, bis wohin ich den Kleber machen kann. Nicht an meinen Fingern vorbei, nämlich. So. Jetzt lege ich mir das hier wieder an. So richtig schön bündig. Natürlich richtig rum, ne? Also der Spruch muss vorne sein und es muss so aufgehen. Da kann ich das hier schon mal zuklappen. Dann kann man das hier noch mal so ein bisschen pressen. Da könnt ihr auch hier noch mal gucken, dass das schön bündig ist. Na, hier oben nicht ganz, aber man kann hier noch rücken. Ist ein Flüssigkleber. Kann man auch von hinten noch mal drücken. So. So sieht das jetzt aus. Also ist auch kein Kleber rausgequetscht. So, und das andere ist jetzt sozusagen entweder Abdeck- oder Abklebearbeit. So. Also ihr seht, ich habe ja hier schon so eine Art Vorrichtung. Ich habe mir das so gemacht. Ich habe mir mein Minttape zerrupft. Und zwar an dünnere Streifen. Also Washi-Tape müsste, wie gesagt, wirklich mit der Klebekraft aufpassen. Ich klebe mir das jetzt hier so an. Und zwar mache ich jetzt hier nicht alles voll, weil ich brauche diese Linien, wo die Sonnenstrahlen sind. Hier unten ist nicht so wichtig. Das könntet ihr theoretisch alles abdecken. Aber, naja, also ich. Ihr seht, das ist wunderbar, ne? Ich habe das ja vorhin schon benutzt. Ich mache das jetzt auch einfach und das fixiert auch so ein bisschen die Karte, dass sie nicht wegrutscht. So, hier. Zack. Und dann klebe ich mir hier einfach nur so ein bisschen den Rand zu. Und hier auf der Seite auch. Weil da wollen wir ja nichts drauf haben, nur auf dem weißen Spruch. So, das sieht jetzt sehr lustig aus. So, zack, komm her. So, also da war das Papier angerissen hier. Deswegen hat es das mitgenommen, sonst würde das nicht passieren. So, und jetzt, ich glaube, ich war ein Stück ran. Jetzt sehe ich ja hier diese Linie und versuche das wieder genauso anzulegen, nur in der Verlängerung auf dieses Weiße. So, und jetzt nehme ich Hummelgelb. Und, muss ich mal gucken. Ja, das war Hummelgelb. Ein Pinsel. Ich habe es jetzt gar nicht probiert, ob es auch mit dem Fingerschwämmchen gehen würde. So. So. Und das ziehen wir das hier ganz vorsichtig wieder ab. Und dann seht ihr. Dieser Strahl, der läuft hier weiter. Also das ist der Effekt, den wir erzielen möchten. Und jetzt lege ich das wieder hier an.
So. Und dann gucke ich, dass hier oben wieder am meisten ist und besonders hier am Rand von dem Tape. Und zum Rand hier so ein bisschen nur so wischen, dass es nicht mehr ganz weiß ist, aber nicht so dunkel. Also hier am Rand soll es schon ruhig am meisten sein. So. Jetzt ziehen wir das wieder ganz vorsichtig ab. Dann seht ihr wieder den Strahl. So, das mache ich jetzt mal ein bisschen schneller, damit ihr das Ende auch noch sehen könnt. So. Das heißt schneller. Ich quatsche jetzt nicht so viel, ne? Und ich mache jetzt tatsächlich auch diesen letzten, der ja eigentlich das Weiß nicht mehr berührt. Aber ich kann jetzt simulieren, wie der Strahl hier wäre, dass hier nur noch so die Ausläufer kommen. So, müsst ihr nie machen, könnt ihr machen. Das habe ich jetzt so gemacht, ne? So. Jetzt sind wir fertig mit den Strahlen. Ich befreie die Karte mal kurz, dann zeige ich euch, was ich noch zum Schluss gemacht habe. So, da bin ich wieder. Also die Karte ist jetzt befreit. Ich habe mir dann tatsächlich so ein trockenes Tuch genommen. Das ist nur minimal der Effekt, aber ich fahre hier noch einmal so drüber in so kreisenden Bewegungen. Ich bilde mir zumindest ein, dass es dann hinterher nicht mehr so scharf aussieht und man sieht tatsächlich ein bisschen was. Und ganz wichtig auch auf dem hier, weil, also das Weiß sitzt hier oben drauf. Ich tue das jetzt nicht versiegeln. Das kann schon passieren, wenn der Empfänger hier zu lange drauf rumtatscht, dass er ein bisschen Weiß an den Händen hat. Aber das Emboste, das nimmt ja eigentlich nichts an. Und das rubbeln wir jetzt frei. Ich hoffe, ihr könnt den Unterschied sehen. Überall da, wo Embosst ist, da rubbel ich einmal. Also eigentlich könnt ihr überall rubbeln. So. Und da wird dieses Emboste nochmal freigelegt. So, und jetzt haben wir diesen Glitzer etwas mehr, auch über den weißen Strahlen. So. Und jetzt haben wir den Effekt, dass sich die Strahlen hier fortsetzen. Ja, Straßen, ne? Sonnenstraßen. So, jetzt haben wir hier diese wunderschöne Fanfold-Karte gebastelt. So, jetzt mache ich hier kurz sauber, dann zeige ich euch noch das andere Exemplar. So, hier bin ich wieder. Und hier habe ich jetzt mit der Reihe Sonnendruck gearbeitet. Und zwar habe ich ganz viel Designpapier genommen. Ich muss euch mal ein bisschen. Ich hatte noch einen Zoom drin, fällt mir gerade ein. So. Und ein bisschen höher geht es natürlich auch. So. Also, ihr seht, ich habe hier schon rumgeschnippelt. Ich bin in dieser Farbfamilie geblieben. Das ist ja dieses. Schöne Papier in den Blautönen, das heißt Sonnendruck. Naja, wie die ganze Reihe, ne? Mal gucken, dass ich es hier wieder einsortiere. So. Und da will ich euch nur zeigen, das Stempelset dazu ist aus der Natur, dass man das natürlich auch mit Designpapier machen kann. Ich habe jetzt hier einen Spruch genommen aus So gesagt, das ist schon älter, das ist nicht mehr aktuell. Ich habe jetzt einfach einen Spruch gesucht. Weil der andere mit Sonnenschein hat es irgendwie nicht gepasst. Und ich habe das auch embossed, auch diese kleinen Tupfen da. Und ich habe mir aus diesem Designpapier hier ein Stück rausgeschnitten, was ich gern haben wollte auf der Front. Und ihr seht ja, das ist tatsächlich so gedruckt. Ich habe ein bisschen, ich habe mir nämlich gekauft bei Create a Smile so einen Versamarker. Das ist so wie diese Versamark-Tinte, nur als Stift. Und bin halt hier über diese Blumenenden rübergegangen und über die Stiele. Ein bisschen kann man es sehen und habe das da auch, also mit diesem Versamarker benetzt, bin dann mit dem Embossing-Pulver drüber
Nicht ganz so heftig wie bei dem anderen. Und das glitzert jetzt auch. Ich weiß gar nicht, ob es die Kamera einfängt. Nicht so richtig, ne? Also in echt glitzert das wie wahnsinnig. So. Und habe jetzt hier natürlich genau das gleiche gemacht wie bei der Karte hier. Nur halt auf Blau. Ich habe jetzt an Mondenschein gedacht. Auch wenn die Reihe Sonnendruck heißt. Und habe das dann hier mit Marineblau auf dem Spruch fortgeführt. So, da können wir mal gucken. Ich habe es hier innen drinnen, dieses Stempelset benutzt. Und zwar habe ich marineblauen Farbkarton genommen und habe diese Motive hier weiß embossed. Diese Punkte, die sind mit diesem Marker gemacht und auch weiß embossed. Und ich habe auch noch welche danach gemacht, weil das ist ja wie so eine Art Wasserzeichen, was ihr damit machen könnt, mit der Versamarkt-Tinte. Und dann habe ich hier auch ein Designerpapier hinten dran geklebt. Das ist auch Designerpapier. Und das ist auch Designerpapier, alles aus dieser Reihe. Und habe jetzt innen das jetzt so gestaltet. Habe jetzt keinen Spruch genommen. Das ist alles wirklich nur aus diesem Stempelset. Das Blümchen, hier waren noch übrigens diese Kleckse hier. Also man kann das auch in völlig anderen Farbtönen machen. So. Zu allen möglichen Anlässen, vielleicht auch zum Vatertag oder was weiß ich. Dann macht er halt einen anderen Spruch drauf. So, das war mal noch meine Idee dazu. Zu dieser Funfold-Card mit Strahlen. Also, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich würde mich über Däumchen hoch freuen. Und natürlich dürft ihr gern meinen Kanal abonnieren, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Vergesst auch die Glocke nicht. Dann werdet ihr immer informiert, wenn ich ein neues Video hochlade. Und ja, also, wie gewünscht. Wurde euch die Anleitung jetzt geliefert? Ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr mir Bilder schickt, was ihr daraus so gemacht habt. Gern auf Instagram könnt ihr es auch posten oder Facebook. Wenn ihr mich dann markiert, dann sehe ich es ja auch. Und dann wünsche ich euch viel Spaß beim Nachbasteln und bis zum nächsten Mal. Tschüss! So, meine Lieben, und dann habe ich das Video zu schnell beendet. Ich hoffe, ihr seid bis zum Ende dran geblieben. Denn jetzt haben wir mal wieder so ein Video, wo ich mehrere Exemplare von einem Projekt habe. Und dann habe ich mir gedacht, dass ich sozusagen dieses Exemplar mal wieder verlosen möchte. So, können wir nochmal aufklappen, damit ihr seht, was der Gewinn ist. Also eine schöne, flirrende, glitzernde, sommerliche oder frühlingshafte Karte mit richtig viel Platz. So. Also, falls ihr die gewinnen möchtet, wir haben ja heute Freitag, dann habt ihr sozusagen bis nächsten Freitag, ich blende euch das Datum ein, ich habe gerade den Kalender nicht im Kopf, Zeit, mir in den Kommentaren zu schreiben, ob ihr an dem Gewinnspiel teilnehmen möchtet. Dann schreibt einfach Hashtag Gewinnspiel. Ihr findet natürlich auch alle Angaben wieder unten in der Infobox. Auch die ganzen rechtlichen Sachen, ne? Dass ihr Wohnsitz in Deutschland haben müsst, euch an die Regeln von YouTube haltet, dass das Gewinnspiel von mir ist und nichts mit YouTube und Stamping-Up zu tun hat, etc. etc. Steht alles unten drin. Und ich lose das dann sozusagen aus und dann bekommt ihr das Video dann am darauffolgenden Mittwoch mit der Auslosung. Und der Gewinner darf sich dann gern per E-Mail bei mir melden mit seiner Adresse, damit ich weiß, wo ich das hinschicken muss. Und dann freut sich hoffentlich jemand von euch über diese Karte. So, jetzt ist tatsächlich Schluss mit dem Video. Jetzt dürft ihr auch gerne abschalten und ich freue mich natürlich, wenn ihr beim nächsten Video wieder einschaltet. Tschüss!